Hallo ihr Lieben, willkommen zu Clipsmoke. Nils heute mal wieder für euch. So, ja, was habe ich Schönes für euch? Im Endeffekt heißt das Ding Marrakesch by Night, worunter man sich ja nicht so viel vorstellen kann. Passt aber natürlich ganz gut zu der gerade neu erschienenen Regelung, dass die Tabaksorten keine Fruchtnamen mehr etc. Beinhalten dürfen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ihr seht erstmal ein Foto von mir mit dem Schnitt und der Feuchtigkeit. Golden Pipe wie immer, Schnitt ein bisschen gröber, könnt ihr dann mit der Schere reinhalten. Ein paar Ästchen hatte ich auch gefunden, aber ist nicht so wild. Zum Geschmack und der Rauchentwicklung. Ist ganz anständig. Darf man sich nicht beschweren. Zum Geschmack. Es ist eine, ja, jetzt nicht so brutal wie beim Cold Death, die mit der Mentholnote, aber es ist wirklich eine starke Mentholnote. Wer nicht so Fan von ist, ist schon mal direkt raus. Was sonst noch mit dazu kommt, wenn man an dem ganzen Ding riecht, dann riecht es so ein bisschen zitronenlastig, vielleicht noch ein Ticken Orange mit drin. Beim Geschmack ist es so, dass es wirklich schwer zu definieren ist, ob es eine Zitrone, eine Limette oder eine Orange ist. Es ist auf jeden Fall etwas bitter. Die Mentholnote rundet die ganze Geschichte aber ganz gut ab. Ist also gut, dass die ganze Sache so stark ist. Und von daher eine relativ frische Geschichte. Also wer in die Richtung Zitrone, Orange, Limette ganz gerne geht, sollte das Ganze auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht entdeckt ihr da was Neues für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tabak und man sieht sich. Ciao, ciao.